Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen, liebe Trader, heute am Montag, dem 21. November, zu unserem täglichen Marktüberblick. Wir schauen uns ja montags immer an, was steht diese Woche auf dem Plan. Heute ist nicht wirklich viel, was hier ansteht. Also es kommen heute ja weder große Wirtschaftsdaten aus den USA, noch haben wir hier sonst spannende Ereignisse. Montags ist meistens immer ein ruhiger Tag. Morgen haben wir einige Reden von Notenbankern, sowohl einmal aus Euroland, aber auch aus USA. Am Mittwoch dann wird es etwas interessanter. Da haben wir hier einmal Einkaufsmanager-Indizes aus der Eurozone. Und in den USA haben wir dann die Auftragseingänge sowie Baugenehmigungen und dieses Mal vorgezogen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Denn am Donnerstag ist in USA Feiertag, Thanksgiving, und auch Freitag ist nur ein halber Tag, sodass eben halt hier die Daten vorgezogen werden. Also jetzt am Mittwoch hier geballte Daten. Wir haben auch abends das Sitzungsprotokoll der letzten Sitzung der amerikanischen Notenbank, was hier veröffentlicht wird. Da geht dann nochmal daraus hervor, wie die Notenbanker im Detail sich während der Sitzung geäußert haben. Und das gibt auch immer noch mal, kann immer noch mal Rückschlüsse geben auf die künftige Zinspolitik der US-Notenbank. Ja, wie gesagt, Mittwoch ein Tag voller Daten, auch hier noch mal zu den Verkäufen neuer Häuser. Und ja, dann am Donnerstag eben halt Feiertag in Amerika. Da haben wir hier nur aus der Eurozone und aus Deutschland unter anderem einige Daten zu den zum Beispiel IFO-Geschäftsklima-Index, Lagererwartungen und so weiter. Und dann wird auch hier am Donnerstag das Sitzungsprotokoll der EZB veröffentlicht. Und am Freitag dann eben halt, auch hier haben wir vorzeitige Schließung der Märkte und eben halt nichts weiter aus den USA, eben halt nur einige Sachen noch aus Deutschland und der Eurozone, zum Beispiel zum Bruttoinlandsprodukt. Ja, dann blicken wir mal auf den Markt, denn nach der Rallye, die wir jetzt hier gesehen haben, ist ja die große Frage, wie geht's weiter? Und kann der Markt hier oben nochmal raus? Also theoretisch hätte er ja nochmal einiges am Platz, hier zum Beispiel bis zu diesem Hoch, bei ungefähr 4.180 Punkten. Oder eben halt, wie wir uns gleich beim Dow Jones sehen werden, eben halt gegebenenfalls hier bis zu dieser magentafarbenen Abwärtstrendlinie. Also wie gesagt, also Korrektur in einer bestehenden, übergeordneten Abwärtssituation. Und jetzt müssen wir eben halt schauen, was macht der Markt. Wir haben hier nochmal einen Long-Versuch gestartet und ja, ich bin gespannt, ob der Markt hier dieses Tief halten kann und hier oben nochmal rauskommt. Das werden wir dann sehen. Im Nasdaq haben wir hier diese Kerze hatte ein höheres Hoch, allerdings jetzt der Future ist schwach. Ja, also er ist dabei zu fallen und könnte hier gegebenenfalls die Aufwärtssituation heute hier mit einem tieferen Tagestief erstmal beenden. Im Dow Jones, der Markt war ja der stärkste überhaupt und da haben wir hier eben halt am Freitag eine höhere Kerze gesehen, die auch höher geschlossen hat. Also der Markt ist im Moment, wie gesagt, hier im relativen Stärkevergleich der stärkste, ist allerdings auch am weitesten gelaufen. Also so dass ich jetzt hier eben halt gespannt bin, ob der Markt hier weiter nochmal rauflaufen kann. Wobei natürlich klar, je weiter der Markt gelaufen ist, umso unwahrscheinlicher wird das. Im Russell auch hier gleiches Bild, übergeordnet abwärts, Korrekturbewegung mit einer Zwischenerholung. Und jetzt haben wir auch hier die Frage, wie geht es weiter? Der DAX, wahnsinnig stark, der Markt im Moment. Man hat das Gefühl, es gibt doch gar keine Krise mehr. Und da ist dann eben halt die Frage, ist das hier
jetzt erstmal das vorläufige Ende der Aufwärtsbewegung oder schafft der Markt es tatsächlich nochmal weiter zu laufen? Natürlich, klar, je kleiner hier die Kerzen werden, dann der Markt verliert an Dynamik, dann kommt irgendwann mit Sicherheit eine Korrektur. Die amerikanischen Zinsen. Wir haben hier gesehen, dass wir hier quasi sowas wie eine Bodenbildung haben, die das übergeordnete Abwärtsbild hier beschreibt. Und jetzt sehen wir eben halt, dass nach dieser Erholung der Futures, die eben halt zu einem Rücklauf der Zinsen dann führen, wir im Moment eben halt eine Korrektur sehen. Und jetzt ist die Frage, wenn diese Korrektur abgeschlossen ist, schafft der Markt danach weiter raufzulaufen? Schafft er das gegebenenfalls auch dieses Hoch hier rauszunehmen, was eben halt dann positiv zu werten wäre, sodass wir hier dann irgendwann, also gegebenenfalls, eine umgedrehte Schulter-Kopf-Schulter-Formation sehen könnten? Öl ist halt sehr interessant. Hier hatte ich euch das Short-Signal angekündigt und ja, der Markt ist hier auf der Short-Seite unterwegs und ja, hier als Target bietet sich erstmal dieses Tief hier an. In Gold sehen wir ebenfalls eine Korrektur. Gut, der Markt ist natürlich auch extrem gelaufen gewesen. Er ist fast $200, nicht ganz gestiegen, $150 ungefähr. Das ist natürlich jede Menge und von daher, ja, jetzt sollte man eben halt die Korrektur abwarten und dann schauen, was der Markt danach macht. Gleiches gilt eben halt für den Euro-Dollar. Hier sehen wir, dass der Markt, ich hatte euch, wie gesagt, hier Bescheid gesagt, am 24.10. mit dem neuen Long-Signal. Danach kam eine Korrektur, Aufwärtsschub, kleine Korrektur, weiterer Aufwärtsschub und ja, jetzt korrigiert der Markt eben halt. Und jetzt werden wir sehen, was der Markt danach macht. Wie gesagt, aus Sicht eines Trendhändlers ist es so, dass man jetzt eben halt hier die Korrektur versucht abzuwarten, um dann sich gegebenenfalls, sofern es dazu kommt, in die nächste Aufwärtsbewegung reinzubegeben. Das werden wir aber sehen, ob es eine Aufwärtsbewegung gibt oder was der Markt eben halt, wie er diese Korrektur beendet. Ja, ich wünsche euch einen guten Start in die neue Handelswoche, in die verkürzte Handelswoche, zumindest für diejenigen, die viel in den US-Märkten unterwegs sind. Und ja, alles Gute für euch. Bis dann. Tschüss.